Das ist die aktuelle Kamera. Ahoi, liebe Piraten! Heute ist das mobile Büro für Lichtgeschwindigkeit in Dresden an der Elbe mit den fröhlichen Piraten von Dresden, die sich ganz ernsthaft mit der Auseinandersetzung beschäftigen. Werden wir eine Partei oder bleiben wir eine Bewegung? Wir sind schon eine gewisse Partei. Ich habe heute die Presse für alle Piraten und für alle noch nicht Piraten. Die Wochenzeitschriften, der Spiegel hatte zur Wahl sogar zwei Hefte, den normalen Spiegel und ein Sonderheft. Und dann die Wochenzeitung Die Zeit, die jetzt gestern gekommen ist, die Piraten besonders erwähnt. Und darauf möchte ich dann eingehen. Und dann habe ich noch eine kleine Anknüpfung zu dem abgebrochenen Regenvortrag vom letzten Mal zum Thema Aufstand der Massen bei Ortega y Gasset versus Liquid Democracy bei den Piraten. Also zunächst bei dem Spiegel. Da ist hier sogar die Jana aus der Wahlparty mit der großen Piratenfahne abgebildet. Vom Text des Spiegels beschäftigt sich der ganze Spiegel dann aber überwiegend mit den fünf herrschenden Parteien. Und da möchte ich sagen, die APO, die außerparlamentarische Opposition, allerdings sind nur die Piraten, während die sich wirklich Mühe geben müssen, zu dem täglichen Geschehen in der Politik dann auch wirklich APO, Alternativen, Kritik und Anregungen zu geben. Damit sind wir ja beschäftigt. So viel ganz kurz nur zu dem Spiegel, weil da nämlich zu den Piraten wirklich eigentlich nichts Nennenswertes drinsteht. Und dann aber die Zeit heute. Die Zeit thematisiert etwas, was wir auch seit Wochen intensiv diskutieren, nämlich was Ralf Dahrendorf zu Recht gesagt hat, die Piratenpartei muss gegründet werden, aber das Thema haben die anderen Parteien auch. Hier macht jetzt die Zeit auf, der Autor Heinrich Wefing, ein ausgezeichneter Artikel, ich würde ihn bei der Prüfung wirklich mit sehr gut durchlassen dafür, getitelt Kapert die Piraten. Damit soll gesagt sein, dass das Thema wirklich durch den Wahlkampf und durch die Bundestagswahl und durch das wunderbare Ergebnis der Piratenpartei mit 2% bundesweit immerhin dafür gesorgt hat, dass alle anderen Parteien jetzt auch kapiert haben, dass die IT-Politik, die sinnliche Vergegenwärtigung der Unsinnlichkeit tatsächlich der virtuellen Welt, des Chips im Schienenbein und der Maut über der Autobahn, wir alles nicht mehr kontrollieren können. Wir wissen eigentlich nicht, was uns geschieht. Und jetzt im Hintergrund hören wir hier die Dresdner Musikmaschine, was die ganze Sache noch stimuliert. Mit anderen Worten, das Thema der Piratenpartei ist verstanden worden, ist angekommen und der Artikel in der Zeit sagt jetzt eigentlich, die anderen Piraten sollen sich dieser IT-Themen annehmen. So, wenn das wirklich erreicht würde, wäre das schon ein Riesenerfolg für die Piraten und das ermutigt uns selbst natürlich auch unsere eigenen Ideen und Vorstellungen mit aller Offenheit und Transparenz, das ist nämlich noch der Unterschied zu den anderen Parteien, durchzusetzen. So, das ist jetzt so viel zur Presse von heute. Ich melde mich wieder und ich sage jetzt aber noch ganz kurz zum Abschluss mit meinem Aufstand der Massen, wo der spanische Philosoph 1930 geschrieben hat, die dumpfen Massen, sie bewegen sich quasi wie die Lemminge ins Meer. Dieses ist aus soziologischer Sicht ein Riesenunsinn, weil es gibt keine Massen, die sich irgendwie dumpf bewegen, sondern auch eine Masse besteht natürlich aus Menschen, aus einzelnen Menschen, die ganz unterschiedlich ticken. Und die Bedrohung durch solche Massen ist nicht annähernd so stark und das wäre auch eine Ungerechtigkeit. Die Massen beispielsweise im Dritten Reich sind durchaus nicht entschuldigt, weil sie Massen waren, sondern jeder Einzelne ist verantwortlich, auch in der sogenannten Masse. So, und im Gegenteil dazu die Idee des Liquid Democracy, das heißt, wir können aus einer großen Zahl von Teilnehmern vernünftige politische Ideen generieren. Daran arbeiten die Piraten noch. Wir haben das Rezept noch gar nicht instrumentalisierbar an den Händen, aber wir bemühen uns darum und wir melden uns wieder, wenn wir diese guten Ideen haben. Ahoi von Dresden mit dem Canaletto-Blick im Hintergrund. Und so ziemlich alles, was